8,5 Minuten reguläre Spielzeit noch. Jetzt spielen die Türken den Ball auch nicht ins Aus. Und jetzt ist es passiert. Ja, und fast symptomatisch geht uns das Bild weg. Und ausgerechnet der neue Mann, Semi, macht das Tor. Ist das bitter für die Frankfurter? Ist das bitter? Die Türken spielen den Ball nicht ins Aus. Das haben die Frankfurter vorher auch nicht gemacht. Spielen den Angriff konsequent zu Ende. Und der Ball landet im Frankfurter Gehäuse. 2-2, jetzt wäre Frankfurt raus. Jetzt müssen die alles nach vorne werfen. Sonst war es das. Schade, schade, schade. Sind wir ehrlich, unverdient ist das selbstverständlich für Fenerbahce nicht. Die hatten hier viel mehr vom Spiel, viel mehr Ballbesitz, die größeren Chancen. Da salutiert er vor dem Trainer, vor Sico, vor der gesamten Bank. Ist er der große Held? Ach, ausgehebelt durch diesen Pass. Und dann noch das versuchte Handspiel. Bringt alles nichts mehr. Der Ball ist drin und in diesem Moment Frankfurt raus. Fink. Pröll sieht da nicht gut aus, aber die gesamte Hintermannschaft bei dem langen Ball geschlafen. Und Fink versucht es noch mit dem Handspiel auf der Linie. Das bringt alles nichts. Sico, das ist Erleichterung pur. Fenerbahce jetzt in der nächsten Runde. Ist das bitter für die Frankfurter? Ist das bitter? Wie gesagt, kämpferisch eine klasse Leistung der Hessen hier in Istanbul. Aber vielleicht geht ja noch was.